Ich weiß es. Ich habe meditiert, die Antwort kam zu mir. Die Antwort, 3 bis 12 Monate. Das ist der Unterschied. Ja, ihr dürft klatschen oder ihr dürft lachen. Aber wenn ihr lacht, bitte so. In den Ellbogen. Ellbogen lachen. Sonst ist, ja, ihr versteht. Okay, was noch? Große Wahrheiten. Ich vergesse. Ich habe das Ding hier. Vergesse, was war die Nummer 2? Ah ja, der Buddha. Vor langer Zeit, er hat eine große Wahrheit entdeckt. Alles ist Illusion. Alles Maya, alles Illusion. Und das habe ich nur da in den Bergen für mich selber entdeckt quasi. Ja, alles Bullshit. Das habe ich für mich entdeckt. Medien, Fernsehen, Musik, Geschichte, Politik, Wissenschaft, alles Bullshit. Das war eine große Wahrheit. Was noch? Ja, danke. Noch eine Wahrheit. Ich dachte, okay, mit dem Mauerfall in Deutschland, es kam zu mir wie ein Blitz. Der Mauerfall war nicht, um Kapitalismus da reinzulassen. Der Mauerfall war, um Kommunismus raus zu befreien, um die Weltbanker zu treffen. Genau. Vielen Dank. Okay. Aber manche Sachen habe ich nicht gelöst in meinem Kopf beim Meditieren. Manche Sachen nicht. Zum Beispiel, warum darf eine schwangere Frau kein Gläschen Wein trinken, aber sie soll sich mit experimentellen Gentechnik sich impfen lassen? Das verstehe ich nicht. Das werde ich nie verstehen. Vielleicht muss ich länger meditieren. Was habe ich auch nicht? Oh ja, wo ist die Grippe? Das weiß niemand. Der Buddha wird das nicht wissen. Okay. Ach, was noch? Viel ist mir passiert. Ich habe einen neuen Fahrradhelm gekauft. Dieser Helm ist super. Okay, Spitztechnologie. In Deutschland hergestellt. Ja, okay, von einer Firma, die das nie sowas vorher hergestellt hat, aber egal. Spitzenqualität, schützt mich richtig gut. Nanotechnologie, richtig gut. Aber eine Sache nur. Ihr müsst alle auch einen Helm tragen, sonst funktioniert er nicht, wenn ich unterwegs bin mit meinem Fahrrad. Also bitte danach kommt zu mir. Ihr müsst alle so einen kaufen, okay? Sonst funktioniert er nicht. Schade. Ja, danke, Solidarität. Aber er ist richtig gut. Vertrauenswürdig, oder? Vertrauenswürdig. So, was noch? Viel ist mir passiert. Ich war auch fast einer Corona-Statistik. Wirklich. Fast wegen Corona gestorben. Ja, ich war mit meiner Frau in der Küche. Sie sagte zu mir, Mann, bin ich dicker geworden seit der Quarantäne? Ich sagte, Frau, du warst nie die Schlankste bevor Corona. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Sie kam zu mir mit der Bratpfanne. Fast tot war ich. Fast eine Corona-Statistik. Ja. Ja, Ellenbogen. Okay, und was noch? Ich hatte auch Probleme mit meiner Ex-Frau in der Zeit. Ex-Frau nur 3 oder 4, vergesse. Aber egal. Sie war sehr, sehr hübsch, sehr hübsch und so weiter, aber sie hat immer das Gegenteil gemacht, von was ich ihr gesagt habe. Immer das Gegenteil. Und sie kostet mich immer noch viel Unterhalt. Sie ist richtig teuer. Irgendwann habe ich eine Idee gekriegt. Ich rief sie an. Frau, Ex-Frau, Nummer 3 oder 4. Bitte, bitte den Corona-Impfstoff nicht nehmen. Bitte schön. Er ist voller Nanotechnologie. Wer weiß was. Du willst unfruchtbar Kreuzfeld-Jakob kriegen. Wer weiß, was da drin ist. Hat funktioniert. 2 Wochen später, geimpft und tot. Und ich spare viel Unterhalt. Das ist leider die Wahrheit. Aber ich weiß, was sie denkt, dass die keine Corona-Statistik war. Weil das, selbstverständlich hat der Arzt gesagt, das war nicht mit dem Impfstoff zu tun. Aber, nee, sie war eine Corona-Statistik, weil sie hatte die Symptome von dem großen Alpha-Alpha-Variant. AA, Corona-AA, Alpha-Alpha-Variant, groß. Ja, die Symptome sind gefährlich. Abends wird man ein bisschen müde. Morgens, wenn man aufwacht, vielleicht
braucht man Chemikalien, vielleicht einen Kaffee oder so, richtig aufzuwachen. Wenn man sich unter der Nase mit einem Feder kitzelt, manchmal niest man. Ganz gefährlich. Alpha-Variant. Alpha, Alpha. Ah, ah. Okay, weiter. Ich fahre auch in Amerika. Ich wollte zu Fort Detrick fahren, diese berühmte Biowaffenfabrik da in Amerika. Ja, weil leider musste die Fabrik zumachen im Herbst 19. Es gab irgendwelchen Ausbruch oder so von Grippensymptomen. Das ist komisch. Ich wollte dahin, aber es gab hunderte von Soldaten da. Richtig dumm und richtig böse. Mit vielen Waffen. Aber ihr kennt mich, oder? Wir sind friedlich. Ich war friedlich. Ich blieb friedlich. Ich habe nur 11 zu ihren Vätern geschickt. Das war das absolute Minimum. Ja, sie waren auch 11 Statistiker von Corona. Kung Fu und Kung Flu. Ja, was noch? Ich habe auch Joe Biden getroffen in Amerika. Danach, ich war mit ihm. Und ich weiß, viele von euch, ihr seid nicht sicher über Joe Biden. Das verstehe ich. Ja, das verstehe ich, aber ich kann bestätigen, ich habe ihn getroffen. 100% bestätigen, ja, er ist schwer dement. Das kann ich selber bestätigen. Manchmal nimmt er Pillen, dann man sieht, seine Augen werden schwarz und dann merkt man, dass er halbwegs einen klaren Zustand, Verstand hat. Aber ja, ich kam zurück. Ich war verhaftet im Flughafen von der Polizei. Ich nutzte alle meine normalen Tricks. Black Lives Matter, sowas. Ich kann nicht atmen. Mit der Maske. Was noch? Oh, der mit dem Freimaurer. Handgriff. Der ist besonders gut in Ländern, wo die Engländer geherrscht haben. Richtig gut, funktioniert jedes Mal. Aber die Bullen sagten mir, Ambassador, wir kennen Ihre Tricks. Wir kennen Ihre Tricks. Kommen Sie mit uns sofort. Ich sagte, hey, wie bitte? Ambassador, komm! Stopp. Ich identifiziere mich als Ambassadorin. Bevor ich mich anklage wegen Transgender-Hass-Kriminalität, sollen Sie den Mund halten, kein unnötiges CO2 ausatmen und da hinten ein bisschen Verkehrsordnung bei der Antifa-Demo machen. Sie waren alle weg. Ich war befreit. Ich kam hier. Bin froh, wieder hier zu sein. Das war's. Arrivederci, sayonara. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.